ihm den Vertrag geben. Dieser blöde hauchdünne Fetzenpapier. The Kith waves about the dead beast skin with much enthusiasm. Let Sisak read it, yes. Der Gestandene winkt diese Tierhaut mit großer Begeisterung. Lass Sisak lesen, ja? Sisak Blick fliegt über die Zeilen des Vertrages. The undersigned and all successive generations thereof do solemnly agree to protect this sanctum in perpetuity. Der Unterzeichnende und alle Nachfolgegenerationen desselben verpflichten sich feierlich zum Schutz des heiligen Ortes bis in alle Ewigkeit. Er beginnt zu zittern. But Sisak gets to leave. This one's progenitor told him, promised him they only need wait a few more generations. This stupid paper says we must stay? No! Aber Sisak darf gehen. Sein Vorfahr hat Sisak das gesagt, hat versprochen. Wir müssen nur noch ein paar Generationen warten. Und dieses dumme Papier behauptet, wir müssen bleiben? Nein. Nur ich hoffe, das hat dir geholfen. This one's clutch will no longer trouble the Kith. Das dritte Auge plus drei Tiefblick. Ja, schön. Kritische 10% Treffer, kritische Treffer mit Zaubern. Also das Gelege meiner Fähigkeit wird dem Gestandenen sofort keinen Ärger mehr machen. Sisak is grateful to the interloper for showing his clutch the true reading. Maybe they are not so smelly after all. Sisak ist dem Eindringling dankbar, dass er seinem Gelege die wahre Bedeutung aufgezeigt hat. Vielleicht ist das mit dem Gestank der Gestandenen doch nicht ganz so schlimm. Yeah. Of course. So, dann frage ich mich nur noch, was Jo, tägliche Löhne, okay. Ein Fläschchen mit einer leuchtenden Flüssigkeit rutscht an den Rand des Regals. Immer wenn du in seine Richtung siehst, stoppt es seine Bewegung. Oh, er hat einen Bu in der Flasche. Stiefel der Heimlichkeit. Ne, nicht unbedingt. Das Geld ist also auch nicht wert, mit dem du unbedingt Streit anzufangen. Und hier im Bücherregal. Hastig gekritzelte Notiz. Dieser Ort kann nicht Wales Wille sein. 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 Dieser Ort kann nicht Wales Wille sein? Naja, das musste jetzt gerade sein. Die Vorlage war zu gut dafür. Something I can do. I got it. Okay, damit wäre das auch gelöst. Das heißt, Eingang der Versammlung. Und ja, wir haben mal was ohne Konflikt geschafft. Ja, die Frage gewesen, hätten wir Sisak von Anfang an das Papier gegeben? Ob wir uns dann den Kaffee den ganzen Vitrax gespart hätten? Und ja, Vitrax sind echt ein bisschen wie Illifiden in Dungeons and Dragons. Also im alten Dungeons and Dragons, wo sie einem das Hirn rausgesaugt haben. Ja, mir ist gerade danach, ich mach den Orgelmund kaputt. Und ja, nebenbei Alof. Nö.
Dann lieber ihr. Weil das Teil finde ich jetzt nicht so gut. Überhand nehmender Wahnsinn. Ach, das liegt an dem Orgelmund wahrscheinlich. Jo. I'd be glad to. Das Viech haben wir schon geplündert da drin. Das sieht irgendwie übel aus. Das Vieh wurde mit zigtausend solchen Orgelmündern da festgehalten. So, hier drin dürfte nichts mehr sein. Traumbestiengehege, Xaurib-Gehege. So, also wieder hoch zum Tempel der Offenbarung und dann zur Triffin. Weil viel mehr haben wir hier jetzt gerade nicht zu tun. Ekana steht immer noch da und wartet auf den Stein. Und ja, irgendwie frage ich mich, ob der Titankörper rumsteht oder rumliegt. Und wie sehr Rael nachher angepisst ist, wenn wir das Ding auseinandernehmen. So, Verbrennungsofen, Katheter der Trübung. Haben wir beides gemacht? Indeed. Und wir können jetzt die Triffin benutzen. Das hässliche Gerät vor dir brummt leise, aber vollkommen tonlos. Die summende Empfindung geschieht nicht in deinen Ohren, wie du bemerkst, sondern am Rand deines Geistes. Dir im Geist den Schlüssel vorstehen, den du vom Sammler der Erinnerung erhalten hast. Du legst deine Hände auf beide Seiten der Maschine. Das nicht ganz ein Geräusch wird lauter. Es kommt dir vor, wie ein Magen, der knurrt und hungrig auf etwas in deinem Inneren ist. Ja, eine Erinnerung. Das Wissen über die Nutzungsweise dieser Maschine opfern. Ein prickelndes Gefühl zieht sich deine Arme hinauf, schiebt sich in deine Schultergelenke und dein Rückgrat hoch bis zu deiner Schädelbasis. Du fühlst dich geschwächt, als ein Gedanke dir durch den Kopf schießt, als etwas, was du gerade sagen wolltest. Es schließt deine Arme hinunter und in die Triffin, die zufrieden wirbelt. Der Boden unter dir bebt. Oh, cool. Well. That's not unsettling. Oh, das ist hier. I would join you down there, but I've got this fear of being digested. You understand? Oh, das sieht ja gar nicht das sieht ja überhaupt nicht ungefähr. Nun, oh, das sieht hier überhaupt nicht unsicher aus, sagt Alof. Lenkraft sagt wie originell. Und Tain sagt, ich würde dich ja gerne begleiten, aber ich habe diese Angst davor, verdaut zu werden. Das verstehst du bestimmt. Die oberen Eingeweide. Okay. Na gut, vielleicht ist auch das Orakel von Rael der Endgegner in diesem Gebiet. Ich kann mir schon mal nicht vorstellen, dass Eotas der Endgegner ist in diesem Spiel. Also jedenfalls nicht in der Form, in der er gerade durch die Quelle stapft. Samen der Täuschung. Ich habe Zugang zu dem massiven Wesen unterhalten. Jetzt kann ich in seine fleischigen Tiefen hinabsteigen. Okay.
Ja, meine Aufgabe hat mir den Eintritt in Wales Körper ermöglicht. Nun kann ich Fionn Lec ver ah, Fionn Lec Fionn Lash verfolgen. Jetzt, wo ich Wales Körper betreten habe, kann ich nach dem Artefakt suchen. Ich sollte lieber nicht so viel darüber nachdenken. I shall be discreet. Okay, irgendwelche Schwülsten. We must follow. The body would not harm those who care for it. The body is not responsible for this wizardry. Return from the canal is recommend. Descant. Descant. Abscheulich, eklig, okay. Also, Hauswart-Taumaturge. Der erste Hauswart hat gesagt, der Eindringling hat die Gänge der Gottesform versperrt und ist in die darunterliegenden Kammern hinabgestiegen. Der zweite sagt, wir müssen ihm folgen, der Körper wird niemandem Schaden zufügen, der sich um ihn kümmert. Sagt der erste wieder, der Körper ist für diese Zauberei nicht verantwortlich. Die Rückkehr vom Kanal ist dringend zu empfehlen. Ja, und dann A und... Ja, ich werde verdaut. Brutales Blut. Oh Gott, hier ist auch Pilzbefall. Feuchter Schimmel überzieht die Wand. Wassertropfen benetzen seine Oberfläche. Von der Oberfläche des Pilzes steht in unregelmäßigen Abständen fleischige Pusteln weg, die Nippeln bilden. Etwas von dem Schimmel nehmen. Du sammelst etwas von dem Schimmel allen. Als du deine Hände wieder zurückziehst, ist es feucht von einer aufgeplatzten Pustel. Die Stelle beginnt sofort zu jucken. Akuter Ausschlag. Mhm. Und Sporlinge, okay. Nein, da wollte ich nicht hin. Also ja, Wales Körper. Wieder brutales Blut. Und noch mehr brutales Blut. Also der ist da reingegangen. Die Tür da kann man so nicht öffnen. Die wird nur von der anderen Seite geöffnet. Auswahl Zaubergeburt. Ja, wir kommen nicht auf die andere Seite von hier aus. Kann das auch irgendwann mal aufhören? Ja, Gefäßfleisch, noch mehr Gefäßfleisch. Das ist eher hier drin zu erwarten. Okay, noch eine Tür, die man nicht von dieser Seite öffnen kann. Oh. Beobachter auf dieser Seite der Mauer. Warum sieht das aus, als ob das Siegel auf dem Boden wären? Okay. Der Bändiger der Tiefe. Es war, als wäre ein Damm gebrochen. Als schloss ein reicher Schauer eine wahre Flut. Aha. Fenrir, kannst du das Ding auslösen? Oh, Plünderer der Visionen.